Ja, hallo Leute, kleines wundervolles Ereignis bei Clash of Clans, das Drachenereignis. Ich freue mich sehr, Drachen zum Spottpreis. Und das wollen wir heute mal ausnutzen mit einer wahrscheinlich etwas längeren Folge, denn ich booste mir die Drachen, damit ich ordentlich Drachen habe. Steigen wir also gleich erstmal ganz fix mitten im Angriff ein. Sammeln uns ein bisschen was mit Drachen. Also ich spiele Drachen massenweise. Ich nehme zwei Frostzauber mit. Ich bin nämlich auf der Suche nach Loot, nicht nach Siegen. Und auf der Suche nach Loot, nicht nach Siegen, möchte ich natürlich gerne, ja, nicht unbedingt irgendwie alle gegnerische Luftabwehr ausschalten, sondern vielmehr alles, was ich kriegen kann, an dunklem Elixier rausziehen. Hier zum Beispiel sieht ganz gut aus, 1000 Stück gibt es und die schnappen wir uns auch an der Stelle. So, das meine ich. Da fängt er an. Ich platziere meine Drachen auf dieser Seite, setze den Frostzauber, den ersten, auf die Luftabwehr und jagt die Drachen drauf. Da können wir auch den King verheizen, den brauchen wir ja jetzt quasi nicht mehr. Und da kommt gleich nochmal eine Luftabwehr zum Tragen, die schalten wir auch aus mit einem Frostzauber. Und welche ist es? Die hier. Denn ich möchte ja auch noch auf dieser Seite in aller Ruhe das Dunkle. Ich möchte das Dunkle und sonst nichts. Der Rest interessiert nicht. Das könnte noch klappen. Jawohl. Das Rathaus fällt womöglich auch noch. Und dann schnappen wir uns auch noch das Rathaus. Ich habe jetzt nicht viel gezeigt, warum auch. Erstmal waren die Armenier fertig und das heißt, wir müssen erstmal einsteigen. Oh, so viele Teslas. In letzter Zeit sehe ich das oft, die vielen Teslas in der Mitte auf der Wache als Rathaus wachen. Unangenehmes Zeug. So geht's. 1000 Dunkles nehme ich gerne mit, gar keine Frage. Und dann können wir gleich wieder Drachen nachbestellen. Schnellausbildung, Drachen, bitte. Ein paar Magier habe ich dabei. Das liegt daran, dass ich Magier gerne hier 1, 2 spenden, 1, 2 spenden kann. Da spricht nichts dagegen. Truppen ausbilden, nehmen wir einen Drachen mit, nehmen wir nochmal 5 Magier dazu und setzen den Schub. Bei Zaubern setzen wir den Schub auch. Und bis der Schub abgelaufen ist, haben wir jetzt unseren Spaß und das wollen wir ja auch haben. Dafür sind wir schließlich hier, für den Spaß. Ja, eine Armee ist nahezu fertig. Spenden kann ich natürlich gleich mal anfragen. Das ist ja ganz lustig. Vielleicht spendet ja tatsächlich jemand und ist im Moment unterwegs. Da sind wir so ein bisschen mager im Clan, muss ich sagen. Also muss ein bisschen was drin sein. So, ja, ich wurde bei Monster Legends angegriffen, offensichtlich. Wie schön, dann habe ich da ab jetzt ein Schild. Ressourcen zu verlieren hatte ich da keine. Das halte ich hier ähnlich. So, 11 Drachen sind bereit. Zack, nächster Angriff. Auf geht's. Gar nicht lang gezappelt. Ein dunkles ist mir deutlich zu wenig Loot. 2000 klingt da schon viel, viel besser. Die sind auch nicht im Lager. Auch das gefällt mir gut. Jetzt muss ich nur noch auf die Schnelle. Da oben sind zwei Sammler. Die zwei Sammler finden. Zwei Sammler. Und die gibt's geschenkt, oder was? Billiger geht's ja gar nicht. Da setze ich auch gar keinen weiteren Drachen, sondern belasse es dabei. Mal gucken, im Moment holen sie noch ein bisschen Gold raus. Das nehme ich im Zweifel auch mit. Die Goldlager sind ja auch leer. Na gut, dann setzen wir noch Starndrachen auf Gold. Weil es so schön ist. Es spricht ja nichts gegen Gold. Wenn das da halbwegs zuverlässig rausholen kann. Aber die Zauber möchte ich hier schon nicht mehr verbraten.
Wäre schade drum. Wie gesagt, Gewinn brauche ich nicht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich mittlerweile aufgeben. Zack, ja gut, ich habe verloren, alles klar, macht nichts. 830 Dunkles. Ich brauche Dunkles. Mein Hunger nach Dunklem ist immens. Ich bin mittlerweile Kristall. Weiß gar nicht genau warum. Ich habe nicht ein einziges Mal Wert drauf gelegt zu gewinnen, aber es treibt einen von ganz alleine nach vorne offensichtlich. Und wir können Truppen ausbilden, mehr Drachen. Und 10 Stück habe ich, greife ich also gleich wieder an. Wo geht? Nehme ich natürlich die Sterne, die ich jetzt brauche, mit 1200 und es liegt alles in der Mitte. Zu heikel. 900 und es liegt. Ah, würde gehen, aber auf die Schnelle ist irgendwo mehr zu holen hier. 2000, das Lager ist leer. Erster Blick, wichtigster Blick, zweiter Blick. Da ist ein Sammler, den kriegen wir. Frage ist, wo ist der nächste Sammler? Da ist der nächste Sammler, den kriegen wir sogar noch leichter, wenn die Luftabwehr nicht anspricht. Okay, der ist geschenkt. Der hier unten nicht ganz. Für den muss ich mich strecken und dann versuche ich mich mal zu strecken. Denn der ist schon im Bereich der Luftabwehr, die Sau. Ein Zauber oder lieber noch 2 Drachen investieren? Investieren wir in Zauber. So. Okay, auch hier ist das Dunkle rausgeholt. Darum geht's. Ich stehe bei 6000 Dunklem. Das ist mir sehr angenehm. Da gibt es schon wieder sterbende Drachen. Schade drum. Klar, schade drum. Was für ein Zauber kommt denn zuerst? Okay. Bestellen wir nach. Bestellen wir Drachen nach. Ein bisschen anstrengend, dass man mittlerweile immer wieder alles. Das war bei dem alten besser, weil da konnte man einfach sagen, ich möchte endlos Drachen produziert haben, oder? Und dann lief das mit den Drachen. So, da ist der Pott wieder in der Mitte. Das Dunkle wird immer gut versteckt. Die meisten Leute haben ein extremes Interesse an ihrem dunklen Elixier. Ich kann es gut verstehen. Geht mir genauso. 2700, lecker. Aber beide Sammler sind extrem versteckt. Schnappen wir uns einen, kriegen wir gute 1000. Einen kriege ich auf jeden Fall. Das machen wir auch, indem wir hier erstmal den Weg für die Drachen vorbestimmen und seitwärts von den Drachen alles wegmachen. Das ist gut. Beide schwenken nach innen. Das gefällt mir erst recht gut. Setze ich noch 3. Und dann arbeiten wir mit Zaubern. Ein Wutzauber. Jetzt der Frostzauber. Der hält die Luftabwehr fest. Und da haben wir den Sammler schon mal einkassiert. Jetzt versuchen wir den anderen auch. Ja, der ist natürlich schon sehr mutig, gebe ich zu. Keine Frage. Treibt's euch in die Mitte. Euch treibt's in die Mitte. Nochmal ein Wutzauber. Geht auf den dunklen Sammler, Leute. Geht drauf, ja. Schön, da ist er. Meine Internetverbindung hakelt. Ja, aber nicht so schön. Wer verbraucht denn bloß hier gerade das viele, viele Internet? Okay, die Drachen sterben. Ich nehme das Verlieren hin. Auch keine Frage. Oh, da gibt es noch ein bisschen Elex. Kann ich natürlich auch brauchen, obwohl die Drachen kosten ja im Moment nichts. Die kosten nichts. Ich verstehe gar nicht, warum ich keine Drachen gespendet kriege, wo die doch gerade nichts kosten. Billiger geht's doch quasi nicht. Und nochmal Elix mitnehmen. Gut. Sehr schön. Ja, mittlerweile wechsle ich, glaube ich, auch schon von meinem Hunger auf Gold. Oh, war das ein fettes Loot. 300.000 Elixier. Nehme ich gerne. Ne? Noch mehr Drachen, bitte. Und ich würde sagen, was haben wir für Zauber? 2 Frost, 2 Dings. Immer abwechselnd. Okay. Ja, wie sieht die Armee aus? Die braucht einen Augenblick, dann können wir jetzt mal gucken. Also ich habe mittlerweile die Elixierlage in die Mitte gestellt, statt der Goldlager, was einfach den Grund hat, dass ich jetzt demnächst anfangen möchte mit Forschen.
Das schauen wir mal auf die Übersicht hier. Das liegt an folgendem kleinen Detail. Hier, dieser Bogenschützenturm auf Level 10 ist das Letzte, was ich jetzt noch brauche, um. Nein, der Tesla dann auch noch. Um auf Rathaus 8 Niveau sämtliche Verteidigungsanlagen zu haben. Den Tesla noch und der, okay, ja, also den Luftfeger, aber den Luftfeger ignorieren wir einfach. Und das gefällt mir erstmal ausreichend. Auf dem Level kann ich quasi das Gold vorerst mal eine Weile ignorieren. Die Crossbows, in 8 Tagen habe ich sie allesamt im Level auf Rathaus 9 am Maximum. Und dann funktioniert auch mein Tresor wieder und wieder wirklich richtig. Und am allerwichtigsten, die Queen ist in einem Tag und 15 Stunden dann endlich Stufe 5 und ist auf Stufe 5 natürlich dann fähig, ihre Fähigkeit einzusetzen. Und jetzt habe ich einfach Lust, langsam oder sicher mal zumindest 2 oder 3 Truppen zu steigern, vielleicht den Ballon, um dann mit gesteigerten Truppen weiterzumachen. Denn ich komme natürlich über den momentan Kratzen am unteren Kristall nicht so einfach hinaus, wenn meine Truppen sich nicht deutlich verbessern. Meine Gegner sind mittlerweile auch 10er-Rathäuser und die kann ich sonst einfach gar nicht angreifen. Ja, also sammle ich jetzt Elix in der Mitte, damit ich mit dem Elixier in der Mitte ordentlich vorwärts kommen kann. So, 5 Magier haben wir. Da können wir also wieder ein paar Magier spenden. 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 Und auch hier noch spenden. Dann würde ich sagen, hier passen noch 2 Magier rein. Und dann sind es 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bogenschützen. Also ich brauche noch 2 Magier. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bogenschützen, wenn es dann fertig wird. Und danach dann noch wieder massenweise Drachen, um mit den Drachen vorwärts zu gehen. Ja, ansonsten, dadurch, dass die Crossbows aufgepumpt werden, ist im Moment meine Verteidigung ein bisschen schwach. Die Mitte steht halt einfach nicht. Und natürlich werde ich auch mit Drachen angegriffen, wie man hier sieht. Da gibt es dann schon mal einen zweiten Stern. Aber sehr viel Dunkles gebe ich auch weiterhin nicht ab. Wenn man hier mal durchguckt, hier hat es mal einer geschafft, wirklich durchzukommen mit nur einem Sprungzauber. Den gucken wir uns vielleicht einfach mal kurz an. Und dann sind wieder genügend Drachen da, um wieder in den nächsten Angriff einzusteigen. Okay, eine große Menge Riesen von unten. Ein Loch. Wofür das Loch in der Mauer? War so ein bisschen über, ne? Dafür, dass die Bogenschützen dann irgendwie, die hätten ja auch über die Mauer drüber geschossen, über die Mauer drüber geschossen haben. Und der Sprungzauber zieht jetzt die Truppen in die Mitte rein. Ist es das, worum es geht bei der ganzen Nummer? Nein. Die Mauer in der Mitte ist auch auf, ne? So, die Bogenschützen und die Riesen gehen links und rechts den Weg lang. Aber irgendwas muss doch auch in die Mitte gegangen sein. Ja, der Crossbow tut nichts. Wird ja repariert. Wird ja aufgewertet. Und tut deswegen nichts. So, und jetzt klappt es. Jetzt sind links und rechts die Truppen so weit gelaufen, dass der King mit den restlichen Barbaren in die Mitte wandert. Clever gemacht. Beide Wege schön freigegraben, um dann die Barbaren in die Mitte zu schicken. Der zweite Crossbow ist im Moment nicht im Upgrade. Da werden alle Barbaren mit dem König aufgepumpt. Stufe 17 ist auch ein ordentlicher King, natürlich, gar keine Frage. Und der macht sich's gemütlich in der Mitte. Und dafür klappt natürlich das Drei-Sterne-Ding trotzdem nicht, weil natürlich jetzt außenrum einfach die beiden Truppenteile verhungert sind. Aber in der Mitte das Loot, das wird Spaß gemacht haben und zwar richtig, ne? Da war auch das Gold in der Mitte. Und da wird es 1000 Dunkles, 1100 und 200.000, 230.000 Gold. Das hat sich schon gelohnt, wahrscheinlich, ne? Aber er ist mit den Truppen auch deutlich überlegen. Der wird sich die Finger gerieben haben. So, die Drachen sind soweit. Na, es geht noch ein bisschen was. Ein bisschen was geht noch. Dann sammeln wir nochmal drüber.
Und dann starten wir rein. Es sind endlich wieder Drachen da. Drachen, Drachen, Drachen. Kann ich nicht nachbestellen im Moment. Einer ist fertig. So. 200 Dunkles ist mir zu wenig. Brauche ich gar nicht erst angucken. 1700 liegen in der Mitte. Ist nicht mein Stil. 670 Dunkles. Und da gibt es was geschenkt. Danke für die Geschenke. Die nehme ich natürlich immer gerne. Geschenke liegen ja auch da. Dann muss man sie auch mitnehmen. So richtig viel Dunkles ist es nicht an der Stelle. Aber wenn der Drache jetzt mittig reinzieht, und das könnte sehr gut passieren, dann, jawohl, greife ich mit zwei Drachen das Dunkle ab. Und das lohnt sich immer. Clanburg am besten noch. Die schaffst du auch noch, ne? Da ist auch oft was drin. Fünf Dunkles in diesem Fall. Okay. War jetzt nicht so kriegsentscheidend, sage ich mal. Aber natürlich gerne genommen. Okay. 9.922 Dunkles haben wir. Schön, das gefällt mir gut. Ja, das heißt, wenn ich denn jetzt anfange, Elixier zu sammeln, darauf läuft es ja hinaus. Ich denke, mit Ende der Drachenaktion wird die Queen auf Stufe 5 sein. Dann werde ich also eine Armee spielen, die möglichst kein normales Elixier kostet. Wechseln und dann eben mit Dunklem versuchen, so viel Elixier wie möglich zu farmen. Das heißt, Lakaien. werden die Truppen der Wahl werden demnächst wieder Lakaien. Und das gefällt natürlich auch sehr, sehr gut. Der Drache, da wird er gar nicht angegriffen. Ne? Der macht sich einen ganzen Weg drumherum. Nur in die Mitte kommt er. Jetzt kommt der Bogenschützenturm zum Tragen. Okay. Ich habe das Dunkle rausgeholt. Die Lager sind leer, offensichtlich. Er holt nichts aus den Lagern raus. Inaktiv. Seit langem. Scheinbar. Da kommt noch mal ein bisschen Elixier raus. Das nehmen wir natürlich auch gerne. Und das war's mit dem Drachen. Danke. 650 Dunkles ist jetzt nicht. Legende ist es nicht wert. Aber man soll ja das nicht verachten. Ich möchte möglichst viel davon. 30.000 hat das letzte Upgrade der Queen gekostet und das nächste wird wahrscheinlich wieder teurer. Hier ist das Dunkle gut gedeckt. 1.600 im Töpfchen in der Mitte. 377. Und ich brauche nur einen Drachen, um es zu kriegen. Nehmen wir auf die Schnelle, nehmen wir das mit. Ja, ist doch offensichtlich das Dunkle nicht im Lager, sondern im Rathaus versteckt. Aber das Rathaus ist mir zu teuer hier an der Stelle für die 260. Das war nichts. Also 115 Dunkles, das nehme ich mal als nichts. War jetzt nicht so ein Trick. Internetverbindung. Hallo, liebe Internetverbindung. Mach doch mal. Lad doch mal. Sonst komme ich doch hier nicht vorwärts. Guck mal, wir haben doch gerade mal erst 18 Minuten vom Schub. Und 18 Minuten vom Schub erneut versuchen. 18 Minuten vom Schub sind doch noch zu wenig. So, die Drachen sind schon wieder bereit. Greifen wir also wieder an. Auf sie mit Gebrüll. Da gibt es kein Dunkles. 3000 im Topf. In der Mitte. Darum geht es nicht. Hier gibt es kein Dunkles.
Hier gibt es Sterne ohne Ende. Vielleicht hätte man die Sterne mitnehmen sollen, weil sich die Gelegenheit bietet. Hier ist das Dunkle nicht im Topf. 3900, sagt er an. Da ist ein Sammler außen, da ist ein Sammler außen und ein Rathaus außen. Nehme ich. Versuchen wir erstmal den Sammler. Und den Weg zum Sammler freiräumen. Die Drachen schwenken nach außen. Okay, das ist nicht so schön. Er schwenkt nach innen. Das ist schön. Und sie gehen dran ans Dunkle. Ohne Gegenwehr. Schnappen den Topf ab. Ans Dunkle mit leichter Gegenwehr. Aber schnappen auch den Topf erstmal völlig problemlos ab. Das heißt, wir kriegen auch hier noch eine Chance auf das Rathaus. Und das holen wir uns. Das Rathaus. Hier holen wir uns das Sternchen und das Loot, das im Rathaus liegt. Die Luftabwehr einfrieren. Sichert mir die Chance, das Rathaus wirklich zu knacken. Und da fällt es. So, wo ist der Rest vom Dunklen? Ist das so groß, das Lager, dass dann 1000 Dunkles drin liegt? In der Clanburg womöglich? Wahrscheinlich, ne? Kann man nicht ändern. Okay, ich setze keine Zauber mehr ein. Die Zauber sind das, was am teuersten ist im Moment natürlich, gar keine Frage. Und die spare ich mir an der Stelle. 12.000, 9.000 und 13.000 Dunkles. Das war wieder schönes, dickes Loot gerade eben. So kann man das machen. Ich liebe das Drachenereignis, kann ich dazu nur sagen. Es sollte öfter sein. Was soll ich mit billigen Magiern oder ähnlichem? Ich brauche Drachen für lau. Und jetzt gibt es gerade Drachen für lau. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Gar keine Frage. Okay, wir müssen wieder ein bisschen warten. Das ist okay. Was gibt's abzusammeln? Nichts. Die Queen, ein Tag, 15 Stunden. Was würde es denn kosten, den King abzugraden? 45.000, damit er auf Level 11 geht. Das wäre ein bisschen lustlos. Was haben wir denn hier in der Forschung? Ich habe in letzter Zeit relativ viel mit Balance gespielt. Das wäre zum Beispiel eine Armee-Variante, die eigentlich fast nur Balance und ich hatte noch ein paar Kobolde, um hinter zu sammeln und oder Bogenschützen, um dahinter zu sammeln, die halt wenig verschiedene Truppen mitnimmt. Das heißt natürlich, man bräuchte nur zwei oder drei Truppentypen erstmal upgraden und hätte damit dann eben Rathaus 9er Niveau in der ganzen Armee verteilt. Sowas in der Richtung stelle ich mir vor, bevor ich wieder wechsle und dann Dunkles sammle. Und mich wieder an die 5 Level von der Queen mache oder 5 Level für den King. Die sollen ja schon eigentlich als erstes hoch, aber es wird langsam, aber sicher doch mal auch interessant, was anderes zu spielen. Ich könnte aber auch Standardverteidigung. Die Riesen hoch, die Bogenschützen hoch, die spielt man ja quasi immer. Einfach um da an der richtigen Stelle ordentliche Truppen zu haben. Die Basics verbessern, ne? Gar keine Frage. Und vielleicht den Heilzauber. Ne? Kann ja mal schauen, was haben wir denn hier standardmäßig in der Ausbildung? Der Standardtruppe, wenn es möglichst wenig Dunkles kosten soll, spiele ich aktuell. Gut, drei Heiler, klar, die gehen mit der Queen. Da brauchen wir nicht viel dran machen. Acht Magier als Verfolger für die Riesen. Und die Riesen und vom Level des Riesen und von den Heilzaubern und dem Level des Heilzaubers hängt es eigentlich ab, wie lange diese Armee eben durch das Dorf des Gegners marschieren kann. Also die Riesen upgraden. Auch eine echte Variante. Da oben Armee 1, das wäre die Ballonarmee, die ich momentan spiele. Also Ballons und Kobolde. Sonst nichts. Könnte man also auch die beiden upgraden und den ganzen Rest ignorieren. Das wäre auch nicht verkehrt. So, Spenden sind fertig, die wollen wir mal schnell noch machen. Da wollen wir mal ein gutes Beispiel setzen und so viel wie möglich platzieren, was möglich ist. Ein Bogenschützen könnte ich noch spenden. Ein einzelner Bogenschütze fehlt oder was? Das ist ja ärgerlich, dann machen wir den noch. Dann machen wir den noch. Dann machen wir den aber möglichst bald.
Damit es da auch mit dem Bogenschützen vorwärts geht. So, 38 Minuten noch. Ich habe quasi direkt nach dem Upgrade der Queen gestartet. Also 13.000 Dunkel ist schon rausgeholt. Wer es unbedingt nachrechnen möchte, kann natürlich nachrechnen. Ich bin's nicht derjenige, der nachrechnet, sondern ich freue mich einfach über das Ergebnis, das ganz am Ende da steht. 2,5 hatten wir für den Tesla an Gold. Da ja, könnten also auch noch 1 Million Gold am besten rausholen und den Tesla nochmal starten. Das wäre auch nicht verkehrt und gern gesehen, gar keine Frage. So, einen neunten Drachen nehme ich noch mit, Spende. Vielleicht kommt ja was, ich rechne mal nicht damit. Es ist auch eher spät am Abend und nicht die Zeit, zu der die Leute aus meinem Clan noch davor sitzen. Aber schauen wir mal, zu wenig. Deutlich zu wenig, zu wenig. Keine Mauern, keine Verteidigung, nichts. Der Topf in der Mitte und dadurch dann zu wenig. Hier auch der Topf in der Mitte und dadurch zu wenig. 2.500, aber auch in dem Mitteltopf. Da wurde sogar der Sammler gebaut. Das lohnt sich nicht immer noch, der Mitteltopf. Ich suche lieber was Inaktiveres. Jemanden, der seine Sammler volllaufen lassen hat. Zum fröhlichen Melken, sage ich mal. Was haben wir hier? 1.100 und die drei Sammler sind alle drei hier. Das ist ja auch geil. Kostet mich drei Drachen. Eins, zwei, drei. Und ein Frostzauber. Danke sehr. Gern genommen. So, jetzt kann der King eigentlich noch. Ich habe gerade gesagt, ich brauche vielleicht noch ein bisschen was von dem Gold. Dann soll der King sich noch ums Gold kümmern. Das ist dann gern gesehen. Das soll er gerne gleich mit seinen Barbaren machen. Dann stehe ich da nicht so unsinnig in der Kanone alleine rum. Die sind auch schneller, als der Mörser sie erledigen kann. Auch das ist mir sehr angenehm, aber das Gold liegt hier auch teilweise in den Lagern. War also jetzt nicht so satt, ne? Und dann holen wir uns da auch nicht noch irgendwo irgendwas anderes oder so. So, mehr kann er nicht holen, dann braucht er auch nicht weiter verrecken, sondern ist lieber schneller wieder dabei. Vielleicht kriegen wir ja doch noch mal zu sehen heute. Acht Drachen sind schon wieder bereit. Ich kann welche nachbestellen. Zauber. Bestellen wir ein bisschen. Okay. Zauber bestellen wir ein bisschen. Ich habe den letzten Bogenschützen für Nupp draufgesetzt. Ich höre es klingeln für den neunten Drachen und dann gucken wir uns den nächsten Gegner an. Dunkles, bitte. 2.800 in der Mitte. Nein. Zu wenig. Zu wenig, beziehungsweise in der Mitte vor allen Dingen. Das ist natürlich 800. 800. Rathaus 10. Zwei Sammler sind rechts oben. Wo ist der dritte Sammler? Da unten. Die Luftabwehr. Ist schon interessant gestellt, die Luftabwehr. Schnell weg. 1.100, da ist Geschenke. Geschenke. Geschenke nehme ich natürlich gerne. Genau, macht jeder noch ein Gold-Sammlerglas. Ist aber auch noch Gold in den Lagern. Holt noch ein bisschen Alex mit raus. Zwei Drachen kostet das Spiel wieder. Das will ich mir gefallen lassen. Das darf's kosten. Zwei Drachen. 6.600. 6.600 Elixier sind das ja bloß. Ne? Ja, wollen wir den Drachen? Normalerweise 66.000. Klar, da lohnt sich natürlich. Farmen mit Drachen. Wann hat man schon das Farmen mit Drachen? Ja, jetzt kackt die Internetverbindung schon wieder ab. Das mag ich nicht so.
Versuchen wir es erneut. Genau, Ladebildschirm. Lieber Ladebildschirm. Mein Loot ist da. Ich bin abgestiegen. Das ist ja ärgerlich, oder? Ja, eigentlich ist es egal. Also billiger als im Moment gibt es das nicht. Nehmen wir es also. Suchen uns den nächsten Gegner. 2 Sterne könnte ich auch noch machen. Kein Loot. Alles in der Mitte. Kein Loot. Klar, da gibt es die Sterne, aber wenn ich jetzt die Sterne nicht nebenbei mitnehmen kann, dann mache ich sie zum Schluss, wenn es abgelaufen ist. Aber doch nicht jetzt. Jetzt nehme ich Rathäuser mit, wenn es zufällig gerade klappt, wenn jemand die zu weit an den Rand gebaut hat, wenn ich zufällig 50% hole, weil es geht. Töpfe in der Mitte. Ich sehe vor allen Dingen Töpfe in der Mitte. Hier steht ein Topf mal ein bisschen weiter außen. Schlecht verteidigt gegen Lufttruppen. Ja, was ist das? Eine Hakenkreuzbasis oder was? Naja. Was soll man dazu sagen? Nichts am besten. Ne? Also am besten nur einfach weitergehen, gar nicht erst zu viel zeigen, das Zeug. So. Was haben wir noch? Topf in der Mitte. Rathaus 10er. Sowas kriege ich angeboten als Gegner. Ne? Würde ich mich freuen, wenn ich jetzt eine andere Armee gehabt hätte. Zu wenig Loot. Zu wenig Loot. Keine Mauern. Das wäre wieder was für eine normale Armee gewesen. 960. Wo ist der Topf? Der steht links. Die Sammler sind geschenkt. Der Topf steht links. Für 960. Die holen wir uns. Zuerst die 2 Geschenke einsammeln. Dann die Flugbahn vorbestimmen und den Weg so machen, dass die Drachen hier in der Mitte fliegen. Da sollen sie langkommen. Hier sollen sie schnell werden und die Luftabwehr soll schweigen. Denn schweigende Luftabwehr ist gute Luftabwehr. Und da haben wir das Dunkle rausgeholt. Jetzt lassen wir die Drachen noch weitergehen. Vielleicht machen sie ja noch ein Sternchen. Ich habe nichts dagegen. Am Rathaus geht es schon mal nicht mehr weiter. Noch mehr Drachen setze ich nicht. Verzichte ich lieber auf die letzten 100, auch wenn es natürlich ein verlorenes Spiel ist. Egal, geht's eben in den Pokalen runter. Noch bin ich nicht auf der Jagd nach oben. Gold 1. Wie lange? Noch eine halbe Stunde Schub. Zauber. Haben wir welche verbraucht? Müssen wir welche nachbestellen? 7 Drachen sind da. Alle Pfeilen sind aktiv. So sieht's aus. Suchen wir uns den nächsten Gegner. Jetzt sind's 8. Ich habe wieder das Klingeln gehört. Topf in der Mitte. Topf in der Mitte. Rathaus 10er mit Topf in der Mitte. Das ist uninteressant. Was haben wir hier? Die Drachen würde es reinziehen. Die Luftabwehr würde schweigen. Und der dritte Sammler. Komm, Rathaus 10er hat irgendwo einen dritten Sammler. Sehe ich den nicht. Bin ich zu blind dafür? Wird der gerade erst gebaut hier unten, womöglich? Womöglich. Okay, machen wir das ganz tricky. Also, gleich einfrieren. Gleich drauf. Schafft das nicht? Schafft das oder schafft das nicht? Die schaffen es. Jetzt kommen sie. Okay, da waren natürlich die Truppen in der Burg noch mal ein bisschen sehr anstrengend. Noch ein Drache wird nicht gesetzt. Da kommt auch die Luftabwehr wieder. Danke, dass du deine dunklen beiden Sammler da so schön an die Ecke gestellt hast. Haben gut geschmeckt. Ne? Gar keine Frage. Okay, nur 630. Aber was heißt hier nur? Ne? 630 ist ja gut. Ne? Spricht ja nichts dagegen. Jetzt haben wir immer schöne
Kleine Schritte, klar, aber kleine Schritte in die richtige Richtung. Nur sechs Drachen. So, was machen wir also? Warten. Warten, dass der Schub sich entwickelt. Warten, dass die Queen ausschläft und als Stufe 5 Queen mit Fähigkeiten wieder auferwacht. Freue ich mich ein bisschen drauf. Machen wir bestimmt auch ein schönes Video draus, wenn sie denn endlich ihre Fähigkeit benutzen kann. Mittlerweile gefällt sie mir eh schon sehr gut. Der hinlänglich bekannte Queen Walk funktioniert, ne? Das ist eine schöne Möglichkeit, einiges an Weg zu schlagen und zu sagen, hier lang nicht mit den Truppen, sondern da grabe ich vorher was weg und ähnliches. Wenn man sie ein bisschen abdeckt mit den Heilern, ist sie einfach die Macht auf dem Feld, ne? Gar keine Frage. Auch gegenüber dem King, ne? Nicht, dass der King irgendwie schlecht wäre, aber auch gegenüber dem King, ne? So, wie viele Drachen sind es? Sieben. Ich möchte aber mit acht. Mit acht gehe ich. Acht Drachen sind offensichtlich mein Maß der Dinge. Da können wir wieder eine Spende anfragen. Gespendet gekriegt habe ich noch nichts. Kriege ich überhaupt übrigens zu wenig. Also, falls jemand aus meinem Clan zuguckt, ich bin der Meinung, dass ich sehr, sehr häufig alle möglichen Spenden voll mache, als Oberster stehe mit meiner Spendenanfrage und es schmeißt keiner was rein. Ich frage ja egal was an, es ist mir ja wurscht. Hauptsache ich kriege irgendwas. Oh, 3000 und das Lager ist leer. Rechts ungedeckt, links ungedeckt. Alle beiden Sammler sind geschenkt. Nehmen wir. Danke. Erstmal einen Drachen setzen zum Aufräumen. Mal gucken, wo der hingeht. Weicht nach links aus, gibt es also rechts jeweils einen nach. Dann müsste es doch die beiden in die Mitte ziehen. Das tun sie auf der linken Seite auf jeden Fall schon mal. Auf der rechten Seite haben sie sich auch den Sammler vorgenommen. Und da fallen die beiden Sammler. Schön. 18.000 Dunkles. So macht das Spaß, ne? So kann man Dunkles sammeln und so kann man auch die Queen vorantreiben im richtigen Moment. Mit Farming, ne? Gar nicht auf Sieg spielen, sondern das an Loot rausholen, was man brauchen kann. So, vier Drachen verbraucht, vier Drachen müssen nachgebaut werden. Und das ist der Preis. Vier Drachen, 3.300, also 12.000, 13.200 Gems habe ich jetzt, Alex habe ich jetzt bezahlt. 13.200, also zehnfaches Elex rausgeholt, plus 2.700 Dunkles, plus Gold geschenkt und ja, okay, ich gebe Pokale ab, aber warum soll ich jetzt noch den Rest der Armee draufschmeißen, in der Hoffnung, irgendwie noch ein Sternchen mehr zu kriegen? Darum kann es ja nicht gehen. 25 Minuten habe ich noch. Zauber. Zauber hätte ich vielleicht fast gar nicht mit Boosten brauchen, aber okay, ich möchte natürlich möglichst, wenn ich mich dann entscheide, auch mit den Zaubern spielen können. Sechs Drachen sind in der Burg, mit acht gehe ich. Obwohl ich die meisten Spiele ja jetzt mit unter acht gemacht habe. Es ist eigentlich ganz gut, dann im Zweifelsfall doch noch den langen Arm zu haben, wenn man ihn denn brauchen kann. Ja, wie es weitergeht, habe ich ja angedeutet. Ich werde jetzt demnächst. Die Elixierlager stehen bereits in der Mitte. Elixier sparen. Ich möchte forschen. Ich denke, ich gehe erstmal im ersten Schritt auf den Riesen, auf den Heilzauber und irgendeine lustige Truppe als drittes und konzentriere mich dann wieder auf die Helden, dass die vorwärts kommen. Verteidigungsanlagen können jetzt peu à peu immer mal ein bisschen, sind nicht mehr entscheidend und brauchen ja auch nicht entscheidend sein, denn sie sind jetzt auf Achterniveau. Alle. Und umso mehr ich davon repariere, umso weniger funktioniert mein Tresor. Also lassen wir sie erstmal, wo sie sind und schnappen uns so viel Elixier wie möglich. Nur um halt Elixier sinnvoll in die Höhe zu treiben, muss ich dunkle Truppen spielen und da freue ich mich ein bisschen drauf, weil im Moment weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, mit welcher Armee? Viele
Erdbebenzauber wahrscheinlich. Vielleicht dann Walküren. Das macht sich nicht schlecht, um da vorwärts zu gehen. Lakaien natürlich. Günstiger geht es ja gar nicht. Und ich soll mal sagen, im Außenring können die eigentlich immer relativ gut. Ich will ja dann Alex sammeln und nicht mehr Dunkles. Ich will also nicht mehr in die Mitte der gegnerischen Basen eindringen, sondern außenrum was schnappen. Internetverbindung. Hallo, liebe Internetverbindung. Möchtest du nochmal neu laden? Gehen wir nach Hause, laden wir neu. Angriff, Kampf finden. 2000 in der Mitte. Ich habe 9 Drachen, 4000 in der Mitte. Oh, das wäre schon gar nicht so schlecht. 900 und das Lager ist leer, aber der Sammler steht gut gedeckt auf der rechten Seite und der zweite sogar noch weiter innen. Das ist mir mit 900 dann zu wenig. Hier gäbe es jetzt wieder Sterne geschenkt. 61 Dunkles. Keine Luftabwehr. 16.000 sind vier Drachen, haben wir gesagt, ne? Dann setzen wir die vier Drachen, würde ich sagen. Hier 1, 2, 3, 4. Sollen sie übers Dunkle drüber fliegen? Wenn es denn klappt, einen Stern holen. Das Gold mitnehmen ist mir angenehm. Da greift die Luftabwehr und sie greift lang. Sie greift natürlich lang. Aber es ist auch schwach, was da an Luftabwehr steht. Ein Drache ist tot. Bisher. Einer nur, sage ich mal. Ja, das ist so, funktioniert das Spiel, wenn die Luftabwehr eher schwach ist, ne? Aber okay, es ist ein Rathaus 7er. Da wäre aber ein bisschen mehr gegangen. Die Luftabwehr reicht aber, um die vier Drachen abzuwehren. Ich bleibe mit mäßig wenig Dunklem dran hängen. Lege jetzt aber auch nicht noch vier Drachen nach oder so. Nein, ich denke, das lassen wir so stehen. Das war nichts mit Sternen. 50 Dunkles. Gucken wir gar nicht erst drauf. Das war wahrscheinlich der schlechteste Angriff überhaupt. Warum habe ich den gemacht? Übermut, ne? Übermut tut selten gut. Nächster Kampf. 8 Drachen sind vorhanden. 1100. Wo sind die Sammler? Die stehen. Ja, okay, alles klar. Nehme ich beide sogar. Nehme auch die restlichen Sammler mit. Die Lager scheinen mehr oder weniger leer. Da meint jemand gut, möchte gewinnen. Aber sonst auch nichts. Halt offensichtlich möchte dieser Spieler hier nur sein Rathaus beschützen und hat zu diesem Zweck die Sammler als kleines Geschenk nach außen gestellt, damit man seine Truppen ein bisschen daran verschwendet, die Sammler abzuholen, beziehungsweise die Geschenke eben einzusammeln. Vielleicht reicht es für 30%. Das wäre dann ganz schlau zu sagen, okay, dann erreicht er 30%, ich kriege ein Schild, werde nicht so oft überfallen, gehe in den Pokalen halbwegs stabil. Spielen tut er ja oft, es ist alles abgeräumt. Es ist kein inaktiver Spieler. Aber so ist, ne? 19%, 19%, 20%. Zwei Drachen, die Luftabwehr greift mittlerweile. Und in die schmeißen wir jetzt auch nichts mehr rein, sondern freuen uns über kleine Gaben. Zwei Drachen, die hier einen aktuellen Sonderpreis 10-fach wieder rausgeholt haben. Und wir können gleich das nächste Mal drücken. Acht Drachen habe ich. Hier ist kein Loot drin. Hier ist das Loot zu schwer zu erreichen, zu teuer, kein Loot.
Zu schwer zu erreichen. Farmen mit Drachen. Ich mag es. Ich wünsche mir mehr Drachenereignisse. Entschuldigung. Die sind nach meinem Geschmack. Zu wenig Loot. 1200. Der Topf steht in der Mitte. Mauern hat er nicht gehabt. Hätte ich Truppen gehabt, mit denen man Mauern angreifen kann, ich wäre drüber gegangen. Oh. Drei Luftabwehr in Arbeit. Das klingt interessant. Aber auch der dunkle Sammler da oben ist in Arbeit als vierter Punkt. Und wo ist der letzte dunkle Sammler? Sehe ich den nicht? Warum sehe ich den nicht? Hat er keinen zwei? Tja, wenn ich ihn nicht schnell genug finde, dann schnell drücken. Ja, schnell drücken. Nicht, dass wir da noch irgendwas verkehrt machen. Da haben wir wieder einen Siebener, der mich locken möchte. Das Spiel machen wir aber nicht nochmal. Sonst beiße ich mir gleich nochmal auf die Zähne. Zu wenig Loot. Schönes Sternchen, aber zu wenig Loot. Zu wenig Dunkles. 20.000 sollten hinterher schon rauskommen, damit wir die Queen wieder einen halben Schritt weit gebracht haben. 800 in den Sammlern. Ein Sammler außen und es passt keiner drauf auf. Hier. Und da. Geschenkt. Ne? Das war jetzt nicht alles. Aber das Rathaus gibt es auch noch geschenkt. Zumindest halbwegs. Und dann holen wir uns das Rathaus auch. Na, der Bogenschützenturm holt sich den Drachen. Holt sich den Drachen nicht. Wer ist schneller? Muss ich noch einen Drachen setzen oder nicht? Ich glaube nicht. Danke. Ein Sternchen. Da ist es. Ich sage ja, die kommen quasi als Nebenprodukt mit raus, die fünf Sternchen, die man sammeln muss. Und es reicht ja auch, wenn wir die als Nebenprodukt rauskommen. Das ist nicht mein Ziel. Hier kommen mal wieder ein paar Pokale zusammen. Nicht viele, natürlich keine Frage. Letzte Drache. Dem scheint es noch ganz gut zu gehen. Ah, da geht er in die Luftabwehr. Und der Crossbow hat auch Einstellungen auf Luft. Da bleibt natürlich vom Drachen nicht mehr viel über. Auch hier Elex gesammelt ohne Ende quasi. Das kann man gar nicht oft genug machen wahrscheinlich, ne? Also wenn ich mir das hier so angucke, dann sollte ich die ganze restliche Nacht durchboosten. Und das jetzt hier machen, bis das Drachenereignis abgelaufen ist. Um dann hinterher mit, ich weiß nicht, 100.000 Dunklem aus der Nacht rauszugehen, halbwegs umzufallen, kein Loot. Kein Loot ist einfach zu wenig. Oh, hier ist zwar was in der Kiste drin, aber die Kiste ist ziemlich schlecht bewacht, muss ich sagen. Der Sammler auch. Der ist quasi sogar als Geschenk aufgestellt. Na gut, die Queen lenkt den Drachen ab. Dann haben wir eben schon zwei gesetzt. Aber dafür ist der Sammler um. Wo ist der zweite Sammler? Ich suche ihn immer noch. Mein Gott, wo ist bloß die Pausentaste? Warum sehe ich denn bloß diesen Sammler nicht? Keine Ahnung. Okay, also dahin, dahin. Drachen lenken. Die müssen jetzt ihren Job machen, die Lenker. Da ist noch ein Sammler. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann setzen wir hier mal alles, was an Drachen gesetzt werden kann. Und ein Wutzauber. Da will ich mal richtig reingehen in die Nummer. Die Luftabwehr ausschalten. Das Dunkle ist raus. Die 20.000 Dunkle habe ich abgesammelt. Und es war nicht mal teuer wieder. Acht Drachen zu je 3.300.
25.000 Elex plus zwei Zauber. Na ja, klar, okay. Das sind dann 60, 90.000 Elex. Wenn ich es mir angucke, wahrscheinlich reicht es, um die gleiche Menge Elixier rauszuholen. Oh, jetzt hängt sogar noch ein Drache am Rathaus dran und ein zweiter deckt ihn. Nur ein Bogenschützenturm erwischt ihn. Da machen wir auch noch das Rathaus klar. Schön. Da ist also, zack, da ist also auch der letzte nötige Stern eingesammelt. Mehr oder weniger zufällig. Okay, na gut, ich habe alle meine Drachen draufgeschmissen. Aber der King ist wieder fertig. Den können wir mal wieder sinnvoll einsetzen. 300.000 Elixier. Ihr habt nicht drauf geachtet, aber ordentlich abgesammelt, gar keine Frage. Nach Hause. Internetverbindung. Hallo, Internetverbindung. Erneut versuchen, neu laden. Hoffentlich, das haben wir die Hoffnung, wenn dann sowas passiert, hoffentlich hat er mein Loot gespeichert. Hat er. So, ich lasse sehr ungern was in der Schatzkammer, weil ich meine Burg ja da außen stehen habe. Nach der Erfahrung, nach der kleinen Lehre, die mir Peter beigebracht hat, unser Clanchef, dass der bei einem Angriff auf meinen Tresor seine Truppen einfach nur dadurch in die Mitte reinziehen lassen konnte, weil die auf die Gegner losgezogen sind und in der Mitte eben meine Truppen gerade eben aus der Burg rausgerannt sind. Seitdem steht die Burg außen und seitdem ist natürlich das, was an Schatz in der Burg ist, am schlechter aufgehoben, als wenn ich es in die Lager in der Mitte transferiere. Also transferiere ich sehr gerne in die Lager in der Mitte. 2000, 2,2 Millionen Gold habe ich nebenbei jetzt quasi eingesammelt. Lecker, sage ich mal. Gefällt mir gut. Wenn das noch 250.000 mehr werden, kann ich den letzten Tesla wieder einen hochsetzen. 2,5 Millionen waren es, genau. Und 2 Millionen Elixier habe ich auch nebenbei eingesammelt. Da muss aber auf jeden Fall noch einiges passieren, denn in der Forschung, also unter 5 Millionen, brauchen wir da nicht drüber reden. Da muss offensichtlich auch einiges gehen an Ressourcen, damit es da überhaupt mal einen Schritt vorwärts geht. Ein langwieriges Spiel. Na, ist das gut oder ist das nicht gut? Das weiß ich nicht genau. So, 6 Drachen sind fertig. Ich hatte ja auch alle eingesetzt. Müssen wir also noch 2 auswarten. Der Schub läuft noch 11 Minuten. Das heißt, die Folge wird gut und gerne ein bisschen länger als eine Stunde. Farmen mit Drachen, sage ich dazu nur. Kann ich nicht oft genug haben. Was kommt als nächstes Ereignis? Skelettzauber habe ich nicht. Dreifache Clan-EP in 4 Tagen. Das wäre schön, ja. Da dann irgendwie im Krieg abzugreifen. Leider sehen unsere Kriegsergebnisse meistens so aus. Verloren wegen zu wenig Angriffe durchgeführt. Da müsste noch ein bisschen was passieren, Leute. Im Clan selbst muss doch möglich sein, noch mal ein bisschen wieder die Aktivität vorwärts zu kriegen. Obwohl ich sagen muss, ich fühle mich wohl. Ich bin ja schon lange in dem Clan. Ich war auch in sehr aktiven Zeiten in den Clan. Als ich reingekommen bin, ging es hier ab wie die Luzi. Viele Leute, die ich kenne, spielen dieses Spiel hier nicht mehr, weil sie halt irgendwann so bei Rathaus 8, Rathaus 9 gemerkt haben, es wird halt zäh, es dauert halt lang, es ist auch nicht mehr so richtig in aller Munde, dadurch ist zäh und lang halt noch uninteressanter und man kommt auch nicht in die Tops irgendwie, es geht einfach nicht mehr, das ist besetzt, es gibt Leute, die sind eben Rathaus 11 und die holt man auch nicht mehr auf. Und die Rathaus 11er, seit ich spiele, kriegen die Rathaus 10er und dann die 11er halt irgendwie immer wieder mal was Neues. Aber wie soll ich sagen, also seit ich das mache, kriege ich natürlich beim Level Up das Zeug, was neu ist, was ich aber längst aus irgendwelchen YouTube-Videos kenne. Alles, was ich hier zeige, kennt ihr auch schon längst aus YouTube, wenn ihr nicht selber schon diese Größenordnung erreicht habt. Außer ein einziges Mal wurde an alle was geschenkt und das ist hier. Der mächtige Bombenturm, ja.
Naja gut, der hat natürlich das Spiel unglaublich beeinflusst. Seitdem ist es ein ganz anderes und macht nochmal wieder völlig anders Spaß. Okay, Spaß beiseite. Aber mehr gab es da nicht. Und dann vernachlässigen die so ein bisschen die Spieler, die halt nicht gleich von Anfang an mit dabei sind. Dann geht es mir aber, ja, Geschenke nehme ich geschenkt. Dann geht es mir ein bisschen besser, nehmen wir das zweite Geschenk auch, geht es mir ein bisschen besser bei Clash Royale, dass ich halt quasi mit dem ersten Moment mit angefangen und angestartet habe. Das kann man, da kriege ich quasi alle Neuerungen immer gerade präsentiert, wenn ich auch entsprechende Stufen und Level erreicht habe, obwohl ich möglichst ohne viel Geldeinsatz spiele. Hier ja auch. Also nicht ganz ohne, so darum geht es nicht, aber ohne viel, das ist das Ziel letztendlich. Na, viel Dunkles haben sie jetzt nicht rausgeholt, ne? Tippen wir auf die Burg. Ich tippe mal noch auf die Burg. Aber okay, also es muss Supercell wissen. Die brauchen ihr Geld im Zweifelsfall. Die werden wahrscheinlich eh umgefallen sein, wie erfolgreich das alles gewesen ist. Und die freuen sich, dass es immer noch Leute gibt, die es spielen, würde ich sagen. Und die haben sich ihre goldene Nase wahrscheinlich mehr als nur verdient, ne? Um die muss es einem also im Zweifelsfall nicht leid tun, wenn es ruhig wird um das Spiel. Und ich finde es ein bisschen schade, weil im Clan könnte halt mehr los sein. Ne? Da in der Burg war auch nichts drin. Das ist also alles im Rathaus, und das Rathaus, das kriege ich von hier aus nicht. So, jetzt greift die Luftabwehr, der Drache ist gleich erledigt. Dann ist hoffentlich auch genug Zeit verstrichen, dass ich drei Drachen nachproduziert bekommen habe. Das Loot hat sich jetzt nicht so gelohnt. Es gehört aber zum Farmen dazu, dass man auch mal schlechte Angriffe hat, keine Frage. Zauber habe ich nicht benutzt. 7 Minuten verbleiben. Was haben wir? 230.000 Gold nebenbei machen. Das war das Ziel noch, das ich noch setzen konnte. 20.000 Dunkles habe ich schon. Die wollte ich haben. Noch 20 wären natürlich besser. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. 8 Drachen, auf geht's. Acht Drachen, auf geht's. Zu wenig Loot. Topf in der Mitte. Na, was soll ich mit so einem Gegner? Rathaus 11 oder was? Den greife ich mal eben an. Der hat ja auch keine Verteidigungsanlagen, die meine Truppen mal eben wegklatschen können oder so. Topf in der Mitte. Macht's schon uninteressant. Zu wenig Loot. Gar nichts. Gar kein Loot. Da. Ich meine, sieht ja gut aus, ne? Sieht ja wirklich gut aus. Wie soll ich denn aber bitte hierhin fliegen? Mit meinen Drachen? Keine Chance. Bräuchte gar erst probieren. Kein Loot, also zumindest kein dunkles, das ist das, worauf ich gucke. Alles andere ist Nebeneffekt, wird nicht gezielt gesucht, nicht gezielt gesammelt. Der Topf ist interessant, aber gut bewacht. Na, egal, gut bewacht ist nicht mein Stil jetzt heute. 700, die. Das Lager ist leer. Ein Sammler steht außen. Ein Sammler steht ein Stückchen weiter innen. Nicht für 700. Nicht für 500. Nicht, wenn er gut bewacht ist. Sammler steht da. Gib mir mal noch was Schönes. Im Grunde habe ich Zeit zum Suchen. Die zweite Armee wird ja erst gebaut. Kein Loot. Können also
auch noch ein klein wenig über die Schubzeit hinaus weitermachen, bis auch die Drachenproduktion dann einfach stagniert. Der Zauberschub war unnötig. Was haben wir hier? Geschenke. Dabei habe ich gar nicht Geburtstag. Danke. Da nehmen wir auch noch ein bisschen Elixier mit. Weil es schmeckt. Dann nehmen wir auch noch Elixier mit, weil es schmeckt. Und zwar aus allen Sammlern, wenn möglich. Und die Sammler sind voll. Die sind voll. In einem Sammler ist mehr, als ich im Moment für einen Drachen bezahle. Es lohnt sich also, sogar einen Sammler für einen Drachen zu setzen. Gold, habe ich gesagt, brauche ich auch noch. Nehmen wir also auch noch Gold mit. Weil es so schön ist. 2,5 Millionen wäre meine Idealzahl. Und da rutschen wir langsam, aber sicher dran. Was sagt die Internetverbindung? Die sagt, noch einen Drachen kann ich nicht setzen. Wenn der aufgebraucht ist, muss ich aufgeben drücken, weil die Internetverbindung hakelt. Aber das Loot ist okay. Erneut versuchen. Er spielt es ja zum Glück zu Ende. Das Gold kriegen wir also wunschgemäß auch noch raus. Ja, warum steht da Achtung aufgepasst? Keiner weiß es genau. Drachen nachbestellen. 2 Minuten noch. Zauber sind voll. Drachen nachbestellen. 2 Minuten noch. Heißt, wir kriegen noch ein, eventuell 2 Angriffe, je nachdem, wie groß die aussehen. 70.000 Gold fehlen noch zu meinem Ideal. 2,5 Millionen Alex waren natürlich auch nicht schlecht. Spendenanfragen. Wir haben keine Spende gekriegt bisher. Aber okay, wir haben ja auch nicht verabredet, um gemeinsam zu farmen oder sowas in der Richtung. Sollte ich vielleicht mal anfangen. Wird auch spannend bei Zeiten. Aber noch ist es hier langwieriges Aufbauen, langwieriges Nachproduzieren, Aufstellen der Truppen, die ich brauche, um dann endlich Champion zu werden. So, 8 Drachen. Habe ich gesagt. 8 Drachen. Ja, gar kein dunkles. Gar kein dunkles sind ja auf jeden Fall ein bisschen zu wenig. Hier ist das Lager wieder leer und das Dunkle in der Anzeige wieder extrem voll. Der eine Sammler steht aber gut gedeckt in der dritten Reihe, der andere sogar in der vierten. Zu heftig, kein Loot. Kein Loot. Kein Loot. Nein, 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 nein. So soll's nicht sein. Ich möchte gerne jetzt nochmal so richtig satt werden. So richtig satt werden. Eigentlich fehlt mir vor allen Dingen ein bisschen Gold. Das drücke ich jedes Mal, wenn ich drauf drücke, wird's weniger. Minimal, okay, ich weiß, na klar, es ist jetzt nicht so entscheidend. Da steht so ein einsamer Inferno-Turm da außen, das ist ja fast schon ein Grund, den Inferno-Turm alleine anzugreifen, einfach nur um bei den Erfolgen einen Inferno-Turm angerechnet zu kriegen. Aber darauf bin ich ja gar nicht aus, der Topf in der Mitte. Hier auch nicht, ich beende das mal, ich hole mir mal die restlichen produzierten Drachen. Den 9. also zumindest. Der ist ja jetzt fertig gleich. Klingelton, wo bleibst du? Tipp, 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 tipp. Sind sie schon langsam? Der Schub ist vorbei.
Muss man mit leben. Schub ist vorbei. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Jagd nach dem letzten Loot. Und das Ziel sind im Zweifelsfall auch, nicht aus den Augen lassen, 80.000 Gold, um den Tesla noch mit hochzudrehen. Als Nebenprodukt der ganzen Geschichte. Was haben wir hier? Auch nicht schlecht. Ein Sammler steht geschenkt, noch ein Sammler steht geschenkt, aber das Dunkle ist in der Mitte drin. Da können wir aber reinziehen. Das machen wir auch. Da ziehen wir rein. Den geschenkten Sammler nehmen wir trotzdem mit. Beide. Fraglos. So. Und dann setzen wir die 5 Drachen und den King hier hin. Verbrauchen die Wutzauber. Denn hier wird es haarig. Das Dunkle hole ich mir, das ist schon mal sicher. Und Gold, 40.000. Komm in die Pötte da vorne. Noch mit Wutzauber oben drauf. Du musst jetzt das Gold da aus dem Topf holen. Ein paar gezielte Schläge. 60, da war nichts drin in dem Topf. Ärgerlich. 40.000, 40.000. Das schafft er nicht, der King. Das schafft er einfach nicht. Ne. Und es bleibt bei 40.000 fehlenden Gold. Wie schade. Neun, 49%. Also, naja. Immerhin das Dunkle. Da wollen wir uns nicht drüber beschweren. 1.400 nochmal. Also fast 24.000. Das war natürlich extrem lecker. Was haben wir an Truppen fertig? Nichts. Bestellen nochmal Drachen. Noch ist ja Drachenereignis. Dann holen wir uns das Drachenereignis auch. Ein Erdbebenzauber zum Spenden. Wird nicht verbraucht, aber zum Spenden bestelle ich die natürlich trotzdem. Im Moment möchte ich natürlich möglichst gar kein Dunkles benutzen, ne? Gar keine Frage. 40.000 Gold mit einem Drachen. Das machen wir. Die holen wir jetzt noch. 40 mit einem Drachen. Den suchen wir noch, den einen Gegner, der mit einem Drachen 40.000 Gold rausrückt für nur einen Drachen. Ja, der nicht, der hat nämlich keine 40.000 insgesamt. Hier ist das Gold in großen Mengen und nicht im Lager. 290.000. Die Luftabwehr steht da. Ja, ist halt schwer zu entscheiden. Also hier kriege ich einen Goldsammler, kann ich hier machen. Einen. 293.000 verteilen sich auf 6 und was auch immer im Dings drin ist. Okay, also holen wir uns einen Goldsammler, nämlich den. 20, 30, 40. Danke. Perfekt. Ja, nee, nach oben sollst du nicht fliegen, sondern genau. Holt auch noch Dunkles raus. Das ist ein Drache, wie ich ihn mag. Ne? Der weiß, was sein Job ist. Okay, 40.000 Gold habe ich angesagt. 220 Dunkles noch für lau hinterhergeschmissen. Nehme ich natürlich auch. Noch einen Drachen bestellt, ist das alles voll. So, dann gucken wir uns das an. Da ist das Dorf. Tesla. Stufe 4. Die sind Stufe 6. Der Tesla muss sie also noch zweimal draufdrücken, bevor er auch soweit ist. Und dann drücken wir gleich erstmal einmal drauf, damit wir da auch nichts mehr an Loot anbieten. Das ist schon mal gut. Dann 2,2 Millionen. Reicht nicht, um eine dunkle Kaserne hochzusetzen. Ich weiß gar nicht, wofür man auch eine normale Kaserne hochsetzen soll. Ich kann ja jetzt schon den Babydrachen.
Sind die anderen wahrscheinlich nur noch für die Trefferpunkte, ne? Keine Ahnung. Das machen wir mal nicht. So, die Bauarbeiter sind alle beschäftigt. Das Dunkle ist in rauen Mengen da und in der Mitte schön im Tresor. Und das Alex ist in größeren Mengen da und in der Mitte schön im Tresor. Und das Drachenereignis läuft noch 9,5 Stunden. Wird also auch noch 1, 2, 3, 4 Angriffe liefern. Vielleicht kriege ich auch noch irgendwo ein paar Gems her und booste morgen nochmal, aber das schauen wir erstmal. Wenn ihr es geschafft habt, bis hierhin zu gucken, vielen Dank. Ich hoffe, es hat ein klein bisschen Spaß gemacht. Beende das hier an der Stelle. Der Schub ist eh zu Ende. Jetzt zu warten, dass die Drachenarmee fertig wird, ist natürlich totaler Quatsch. Und nochmal auf Schub drücken wäre jetzt völlig übertrieben. Ich bin ja schließlich mehr oder weniger satt geworden. Danke euch in dieser sehr langen Folge. Bis dann und bis später. Ciao.